Hey Leute, Retro Joe ist am Start. Heute gibt's mal einen Zuschauerwunsch. Und zwar hat der gute Patrick sich gewünscht, dass ich mal King of the Dragon spiele fürs Super Nintendo. Für die, die das Spiel nicht kennen, das ist ein Side-Scrolling Beat'em-Up für bis zu zwei Spieler. Wir gehen mal kurz in den Option Mode. Ich mache das Ganze mal auf Easy, weil ich bin nicht ultra gut in dem Spiel. Schild machen wir mal auf A. Schild ist nämlich normalerweise irgendeine Tastenkombination. Und das ist eins der teureren Module, die man auf dem Super Nintendo kaufen kann. Es gibt fünf wählbare Charaktere. Ein Zwerg, einen Kleriker, also ein Paladin, einen Kämpfer, einen Zauberer und einen Elf. Wir nehmen einfach mal den Zauberer, würde ich sagen. Zauberer sind immer cool. Und mal gucken, was das war. Wer das Spiel geil findet, aber keinen Bock hat, da irgendwie 200 Euro für die Super Nintendo-Variante auszugeben, dem kann ich auf Switch, Xbox oder PlayStation die Capcom Beat'em Up Collection empfehlen. Da ist nämlich die Arcade-Version von dem Game hier drauf. Es gibt noch ein Spiel, das dem hier sehr ähnlich ist. Das kam allerdings nicht für die 16-Bit-Konsolen-Generation raus, sondern ich glaube damals auf dem Saturn ist das erschienen. Auch eine Spielhallen-Umsetzung, und zwar tatsächlich Dungeons & Dragons Games. Gibt es zwei Stück. Mists Over Mystaria und The Tower of Doom. Auch die gibt es für die aktuelle Konsolengeneration. Nee, für die letzte Konsolengeneration. Ich hatte das auf der Wii U und hab's auf der Xbox 360 quasi, also kannst auf der One spielen. Da gibt es auch eine digitale Umsetzung von. Die sind auch richtig geil. Die haben sogar Rollenspielelemente. Das hat das Ding hier auch. Wenn man genügend Punkte gesammelt hat und das Level geschafft hat, dann kann man zum Beispiel eine stärkere Waffe kriegen. Ihr seht das hier unten. Mein Stab hat Level 1, mein Ring hat Level 1. Ein Schild habe ich gar nicht, aber jetzt habe ich gerade meinen Zauber eingesetzt. Und da sind wir auch schon beim ersten Endboss. Das Ganze ist relativ simpel, also es gibt keine Schlagkombinationen wie in anderen Beat'em-Ups. Man hat nur den einen Standardangriff und dann hier so eine Superattacke, die ihr jetzt gerade nicht gesehen habt. Ich weiß gerade gar nicht, wo ist denn meine Anzeige, wie oft ich das machen kann. Okay, es ist wohl da unten in der Ecke diese Anzeige unter dem Wizard. Da haben wir das erste Level auch schon geschafft. Ich glaube, ich habe das Ding noch nie durchgespielt, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn es wird später relativ schwer und ihr seht, man hat nur 2 Credits. Also es ist nicht eins der einfacheren Games. In Overworld gibt es auch. Und für Leute, die dieses Genre und dieses Setting richtig geil finden, gibt es auch für PS3, für die Vita und jetzt inzwischen auch für die PS4 auch einen richtig geilen Ableger namens Dragon's Crown. Das Ganze kommt mit handgezeichneten Artworks daher. Also es ist ein zweidimensionales Spiel. Es hat sehr viele Rollenspielelemente. Es hat 6 oder sogar 8 unterschiedliche Klassen. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Und das sieht wunderschön aus. Hat einen großartigen Soundtrack und eine sehr coole Erzählweise. Das kann ich auch wirklich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Ja, dass ich mit dem Wizard keinen Blocken habe, hätte mir klar sein müssen, weil er hat ja kein Schild. Oh, das war eine Falle. Das hat mir Magie abgezogen. Das ist ja unfair. Da sind wir auch schon beim nächsten Endboss. Also ihr seht, das geht Schlag auf Schlag hier. Worin sich die Charaktere hier bei dem Spiel unterscheiden, ist hauptsächlich in der Reichweite. Denn auch die eigentlichen Nahkämpfer haben mehr oder weniger eine Fernkampfattacke. Da löst der Schlag halt so eine Art Druckwelle aus. Den muss man allerdings ein bisschen näher ran. Da sind wir auch schon das erste Mal tot. Ja, der Zentaure, der ist nicht ganz so einfach. Der hält ein bisschen mehr aus als der Typ eben, ne? Aber ich habe hier den Reichweitenvorteil. Was passiert jetzt? Wir stürzen in den nächsten Level der Arena, auch nicht schlecht. Solange der nur das macht, trifft er mich nicht. Jetzt muss ich... Ja, jetzt war ich nicht schnell genug. Diesmal nicht, Kollege. Komm, noch einer und da haben wir ihn erwischt. Wizard defeated the Minotaur. Voll drauf. Mal den Zaster einsacken. Genau, und wir haben einen stärkeren Stab. Das heißt, wir machen ein bisschen mehr Schaden. Ja, das Spiel ist von Capcom, genau wie Knights of the Round. Das zeige ich euch ein andermal.
Wenn ich es euch nicht schon gezeigt habe, produziert habe ich das Video schon. Und Knights of the Round gefällt mir persönlich vom Gameplay her ein bisschen besser, auch wenn ich hier das Setting cooler finde. Und ich muss sagen, die Musik ist tatsächlich ganz geil. Ich hoffe, die ist für euch laut genug. Ja, und jeder Charakter hat halt eine andere Spezialfähigkeit. Und unterschiedlich schnell sind die auch. Also ihr habt ja vorhin gesehen, es gibt auch noch einen Elfen. Der hat eine deutlich höhere Laufgeschwindigkeit und kann, glaube ich, auch höher und weiter springen. Der Zwerg hat die kürzeste Reichweite, macht dafür aber am ordentlichsten Wumms. Und der hat halt ein Schild, womit er auch Angriffe blocken kann. Genau wie der Krieger. Und der Kleriker hat, glaube ich, sogar die Möglichkeit, sich ein bisschen zu heilen. Diese Kugeln hier, wenn man die dann trifft, lösen die immer einen, eine Clear-All-Attacke aus. Also das lohnt sich immer, wenn der Bildschirm gerade gerammelt voll ist. Oder wenn jetzt hier der Boss kommt. So, da lösen wir das doch mal aus. Da haben wir dem Boss direkt mal ein Kästchen Leben abgezogen. Ich schlag mich heute ganz gut in dem Spiel hier bisher. Oh! Ach scheiße, das ist ja... Das... Okay. Ich sehe es jetzt erst. Das ist nicht nur meine Magieleiste, sondern auch meine Energieleiste. Habe ich so den Eindruck. Allerdings, ich bin ja jetzt schon ein paar Mal gestorben. Irgendwie... Ist das P da unten für meine Lebenanzeige? Ich weiß es gerade gar nicht. Achten wir mal drauf. Ja, das P ist meine Lebensanzeige. Das wusste ich. Also, das war mir jetzt gerade im Moment auch nicht klar. Ja. Ah, natürlich. Ah, verdammt! Warum bin ich nur so ungeduldig? Komm, streck dich nieder. Da haben wir den Drachen auch erledigt. Dritte Level abgeschlossen. Ob wir das Ding hier tatsächlich heute durchschaffen? Wir werden sehen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Ich bin ja jetzt schon so rücksichtslos mit meinem Leben umgegangen die ganze Zeit. Was haltet ihr denn von dem Spiel? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich weiß wirklich gerade nicht, wie die aktuelle Preislage aussieht. Ich weiß aber definitiv, dass das eins der selteneren und daher auch teureren Super Nintendo-Spiele ist. Und dass es da bei eBay ganz oft Repros im Angebot gibt. Teilweise sind die als Repros gekennzeichnet, teilweise aber auch nicht. Das finde ich persönlich überhaupt nicht gut. Also ich selber habe ja keine Schwierigkeit damit, wenn jemand das als Repro anpreist, wenn dann jemand sich dazu entschließt, bewusst eine Reproduktion zu kaufen, finde ich das okay. Denn das Spiel an sich gibt es ja in der Originalform so nicht mehr erhältlich. Wobei auf der anderen Seite kann man sich natürlich jetzt, wie vorhin schon gesagt, die Capcom Beat'em Up Collection holen, wo das drin ist. Und Capcom somit schon noch Geld zukommen lassen. Finde ich, ist auch die präferierte Art und Weise, denn auf der Switch, ich habe die Collection auf der Switch, sieht es sogar noch ein bisschen besser aus. Weil es halt die Arcade-Version ist. Da sind die Sprites noch ein bisschen größer. Und das kann man durchaus mal machen. Na. Ich weiß gar nicht, ob wenn man hier eine gewisse Anzahl an Punkten erreicht, ob man dann Leben dazu kriegt. Zwei-Spieler-Modus macht das Ganze natürlich noch mehr Spaß. Also wenn ihr einen Kumpel habt, der das mit euch zocken wollen würde, dann ist das durchaus eine Überlegung wert. Über die Switch geht das natürlich auch im Multiplayer, also Online-Multiplayer. Ja, da müssen wir der Hydra den Kopf abschlagen hier. Ja,
Geh mal weg hier mit deinen Schleimbällen, na. Gibt's denn sowas? So, einen Kopf sind wir schon mal los. Der liegt da. Die Kohle nehmen wir natürlich mit. Ach, verdammt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich einen Credit benutzen muss. Ob ich dann gleich hier wieder einsteige oder ob ich dann von vorne anfangen muss. Was ich allerdings glaube zu wissen ist, wenn ich einen Credit benutze, kann ich einen anderen Charakter wählen. Wenn ich das tue, startet der aber ohne aufgerüstete Waffen. Und hier habe ich ja zumindest meinen Stab schon ein bisschen aufgerüstet. Kacke! Wenn sie jetzt erfahren, continue, ja. Okay, nee, ich habe keine Wahl. Ich musste den Wizard nehmen. Aber bei Knights of the Round kann man auf jeden Fall wählen. So. Defeated the Hydra. Chaka. Ich mag ja Spiele in so einem Fantasy-Setting grundsätzlich sehr. Ich stehe ja total auch auf Dungeons and Dragons, auch wenn ich das jetzt seit knapp einem Jahr nicht mehr spielen konnte. Habe ich mal eine ganze Zeit lang Dungeons and Dragons gespielt mit einer illustren Truppe aus Leuten, die ich online über so ein Dungeons and Dragons Forum kennengelernt habe, bei Reddit. Das war teilweise echt lustig. Da haben wir die Waffe nochmal aufgepowert. Jetzt hat das sogar noch ein bisschen mehr Dampf und vor allem mehr Reichweite. Was uns als Squishy Wizard natürlich zugute kommt, denn wir halten ja nicht so besonders viel aus. So, guck mal hier, Skelett. Banana. So, muss ich jetzt hochspringen oder was? Was ist denn hier los? Okay. Also die Gegner-Designs hier, die erinnern auch schon tatsächlich sehr an diese Dungeons and Dragons Beat'em-Ups, von denen ich vorhin gesprochen habe. Da gibt's auch die Orks mit den Rüstungen, wie es hier gibt. Da gibt es genau diese Wassermenschen-Viecher. Bei World of Warcraft würde man sagen, das sind Naga. Ah, okay, das war nur die Überfahrt zum nächsten Level. Stage 6. Ich weiß gar nicht, wie viele Level es hier gibt, aber ich glaube, so weit bin ich tatsächlich noch nie gewesen. Das läuft gut. Harpien. Fliegende Gegner finde ich ja immer lästig in so Spielen, wenn man sich dann nach dem Schatten richten muss, um zu gucken, dass man auf derselben Höhe ist wie die. Und die dann auch noch zu treffen, ist oft eine Kunst. Aber ich habe hier heute echt so einen kleinen Lauf. Wenn ich ja schon sonst nichts kann, ne? Und falls ihr meine letzten Streams vielleicht verfolgt habt, dann wisst ihr, ich mag zwar Fighting Games, bin aber überhaupt nicht gut da drin. Deswegen ist das hier für mich ein kleines Erfolgserlebnis. So, blöde Vögel. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das bedeutet. Ich nehme an, ich habe jetzt mehr Maximalleben. Vorhin waren es, glaube ich, 40 oder so. Ich glaube, der Ring steht für meine Rüstung und damit für mein Leben. Oh, okay, der braucht schon mehr als einen Treffer. Und der hat gerade geblockt. Das geht nämlich, wenn man ein Schild tragen kann. Was wir, wie gesagt, als Zauberer nicht können. Oh. Oh, oh. Geh mal weg. Ah, jetzt wird das Ganze schon ein bisschen anstrengend hier. Ich glaube, da muss ich gerade einmal... Und selbst davon gehen die nicht kaputt. Was ist denn hier los? Skelett hier. Kerl. Äpfelchen. Genau, jetzt habe ich nämlich 56 maximal Leben. Eben waren es, glaube ich, wie gesagt, 40. Ah, jetzt gibt es nochmal den Boss Rush. Das könnte sein, dass das hier das letzte Level ist. Oh! Er hat seine Reichweite erhöht.
bin hier gerade mal ein bisschen konzentriert und setze bewusst keine von den Spezialattacken ein. Den hätten wir. Dann kommt doch jetzt als zweites garantiert auch wieder. Also ich gehe davon aus, dass das jetzt das Boss Rush Level. Auf dem Weg zum großen bösen Baddie. So, hier Orks sind nur Kanonenfutter. Was ich persönlich sehr schade finde, denn ich bin ein großer Fan von Orks. Also ich begrüße jedes Spiel, in dem ich die Möglichkeit habe, einen Ork zu spielen. Wie zum Beispiel World of Warcraft oder in so manchem Elder Scrolls Spiel kann man auch einen Ork spielen. Auch wenn ich da das Design von den Orks entspricht nicht ganz meiner Vorstellung von Orks. Jetzt lass mich doch los, du blöde Kiste. Ja. Kisten, die Gegner beinhalten anstatt Gegenstände, nennt man in der Fantasy-Welt meistens Mimics. Also das sind Gegner, die quasi einen Gegenstand imitieren. Ähnlich wie die Viecher bei Harry Potter, die deine eigenen Ängste widerspiegeln. Deren Name mir gerade nicht einfällt. Skelette sind jetzt aber echt langsam ein Stück weit widerstandsfähiger hier. Die Musik ist ein bisschen treibender. Ich glaube, bei meiner Waffe ist es auch so, je näher die dran sind, desto mehr Schaden macht es noch. Das könnte durchaus sein. Ach, Kacke. In die falsche Richtung geschossen. Hier gerade echt ein bisschen konzentrieren, Leute. Nächster Boss. Oh, den kenne ich noch nicht. Er frisst mich. Der Zyklop. Auch der hat nicht die gleiche Reichweite wie ich, aber doch schon ein bisschen was. Ich muss aufpassen. Das war vorhersehbar. Das auch. Fast haben wir ihn. Jetzt schmeißt er mit Steinen. Na komm, komm. Jawohl. Haben wir den auch geschafft? Okay, das war doch noch nicht der Boss Rush. Wir haben den Zyklopen besiegt. Jetzt gibt es jede Menge neues Zeug. Und nochmal einen neuen Stock. Ob ich jetzt noch eine größere Attacke habe? Wir werden sehen. Ich nehme an, es gibt dann noch zwei Level, bis wir dann ganz oben am Mount Doom sind oder so. Ja, das ist jetzt, geht über den ganzen Bildschirm fast. Schicker Wald mit ein bisschen Parallax-Scrolling, das begrüße ich persönlich ja immer sehr. Das hat sich jetzt nicht ganz gelohnt, das hier schon zu benutzen. Ich glaube, jetzt hat meine Waffe auch noch einen Knockback. Ich bin selbst gerade fasziniert davon, wie weit ich hier komme, Leute. Ja, macht auf jeden Fall auch wieder mehr Schaden hier. Dann kommen wir mit zu heikel. Stirb! Skelett! Was soll denn das? Genau, Projektile kann man quasi auch mit der Waffe reflekten. Also nicht zurückschleudern, aber zumindest abwehren. Jungs, was ist hier los? Ja, die Gegner haben die Übermacht, Freunde.
Der Baum hat ein Gesicht, der sieht allerdings nicht besonders friendly aus. Okay, der Gegner hier besteht aus mehreren Spinnen. Die den Boden hier vergiften. Da heißt es, glaube ich, in Bewegung bleiben. Na, erwischt. Das war's schon. Okay. Wir haben die Riesenspinnen im düsteren Wald vernichtet. Das sind halt auch so Fantasy-Klischees, die hier total bedient werden. Finde ich persönlich überhaupt nicht schlimm. Oh, der Baum erwacht. Thank you, buddy. I heard the red dragon is in the northern castle. Well, you... Oh, das ging zu schnell. So, da kriegen wir nochmal mehr Main... Also mehr Rüstung, mehr Hauptenergie. Auf zum Schloss. Ein Diamant. Ah, ich habe deinen Pfeil abgewehrt, Skelett. Was sind denn das jetzt für Kandidaten hier? Oh, voll ins Messer gerannt. Das war dumm. Was ist denn euer liebstes Fantasy-Game? Lasst mich das mal wissen. Also mit Fantasy meine ich echt hier so Ritterschwerter, Drachen und dergleichen. Ich überlege gerade. Ich persönlich finde ja die Herr der Ringe-Spiele grundsätzlich immer sehr, sehr geil. Zu PS2, GameCube und Xbox-Ära gab es die großartigen Herr der Ringe, die zwei Türme und Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. Die waren hervorragend. Das waren auch richtig schöne Koop-Arcade-Brawler quasi. Mit Rollenspielelementen und allem drum und dran. Ansonsten würde ich Diablo auch noch mit in diese Sparte einbauen, also einräumen. Und World of, also Warcraft grundsätzlich. Als Fantasy. Na, wenn ich da wählen muss, ich glaube, da gewinnt dann tatsächlich Warcraft bei mir. Was ist er denn jetzt hier? Der Drachenreiter. Ah, Kacke. Ja, da verbrauchen wir mal unser letztes Credit. Die Taktik bewährt sich allerdings. Nicht im Feuer stehen bleiben, sondern springen. Jawohl, da haben wir ihn besiegt. Es ist tatsächlich der Dragon Rider. Hab ich gut geraten. Jetzt haben wir schon die Erdbeere. Und nochmal einen neuen Stock. Woo! Ich bin sicher, wir müssen dann auch noch in das graue Schloss und dann noch in diesen lila Berg da hinten. Also ein bisschen was haben wir noch vor uns. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber jetzt muss ich tatsächlich sagen, so weit wie jetzt war ich in dem Spiel noch nie. Oh, jetzt haben wir hier tatsächlich einen Feuerstrahl. Da geht einiges, Leute. Der ist wahrscheinlich stärker, aber der hat nicht mehr so ganz die Reichweite wie eben. Macht aber nichts. Mucke ist nach wie vor ziemlich cool. Oh, schon wieder der Drachenreiter. Bleib mal weg, Junge. Ah, der trifft sogar mehrfach hier. Zumindest kriege ich audiomäßig mehr Trefferfeedback.
grundsätzlich auch, wenn ihr Wünsche habt für Spiele, die ich euch mal zeigen soll, dann lasst mich das ruhig in den Kommentaren wissen und benutzt am besten den Hashtag SpielDochMal. Dann fällt mir das hinterher leichter, das über die YouTube-Kommentarfunktion rauszufiltern. Ich nehme mir jedes Mal nämlich vor, mir mal einen Zettel hinzulegen und das mal aufzuschreiben, wenn ich Kommentare bekomme. Aber Kommentare gucke ich meistens dann, wenn ich unterwegs bin, auf dem Handy nach, über die Handy-App von YouTube. Und habe dann meistens keinen Zettel dabei und dann kann das schon mal untergehen. Ich weiß, ich habe irgendwo noch einen Zuschauerwunsch für Boogerman, fürs Mega Drive. Das werde ich auf jeden Fall auch noch durchführen. Da gab es noch ein oder zwei, aber die finde ich auch nicht mehr. Deswegen, also Hashtag Spiel doch mal und dann sagt mir, welches Game ich euch mal zeigen soll. Alles ist gut, Super Nintendo, Mega Drive, N64 nicht, kann ich nicht capturen. Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, NES oder Master System. Ja. Wenn ich hier schon im normalen Level mit Gegnern konfrontiert. Das konfrontiert. Schwieriges Wort. Ich meinte natürlich mit Endgegnern, nicht nur mit Gegnern. Ach guck mal, die Leiste wird sogar länger. Das fällt mir auch gerade erst auf. Die Musik ist echt cool. Ich glaube, die muss ich mir mal auf den Stick ins Auto packen. Ich finde auch die Level recht abwechslungsreich. Das Spiel gefällt mir sehr gut. Nächster Boss. Ah, was kommt jetzt? Ein Genie? Nee. Der schwarze Ritter. Bleib mal sportlich, Freund, hier. Heieiei. Kollege, bleib mal locker. Was hüpft der denn hier so rum wie so ein Stehaufmännchen? Der ist ja agil wie Jeff Hardy in besten Zeiten. Ah, nicht geschafft rüber zu springen. Komm, viel Leben hat er nicht mehr. Ich würde ihn jetzt gerne noch schaffen, ohne noch ein Leben zu verlieren. Ah, da hat er wieder zu viel gewollt. War nicht aufmerksam genug. Scheiße, ein Treffer hätte nur gefehlt. Aber egal. Ja, es ist der Black Knight. Also meine Trefferquote, was Gegnernamen angeht, ist gar nicht schlecht heute. Ist er jetzt hier? Princess Mary from the fortress has been abducted by monsters. We won't go with... won't you? Und da war es schon wieder zu schnell weg. Sorry, Leute. Oh. Noch mehr Leben? Gold. Was liegt hier? Ah, da steht noch eine Kiste. Oh, jetzt gibt es auch noch Mumien. Ah, der hält mich fest. Mumien kann man ja in der Regel anzünden und ich habe Feuer. Von daher ist es gar nicht verkehrt. Wenn die mich nicht erwischen lassen. Die halten ganz schön was aus für normale Gegner. Kacke! Verbrennt, elende Viecher. Okay, sie sind tot. Skeletons. Nervenaufreibende Action hier, Leute. Rote Blobs. Keine Zeit für sowas. Ah! Da habe ich den Speer ins Gesicht gekriegt, Leute.
Ja, hier kriege ich natürlich jetzt volles Leben, ne? Super. Was kommt jetzt? 3, 4, jede Menge Schatten. Was sind denn das für Viecher? Sind das die Ringgeister aus Herr der Ringe? Nazgul. Sie werfen mit Sensen nach mir. Das ist irgendwie ein sehr hektischer Kampf. Allerdings bisher irgendwie gefühlt kein besonders schwerer. Also im Prinzip muss ich nur die Sensen abwehren und gucken, dass die nicht in mich reinfliegen, die Viecher. Oh, 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 oh. Jawohl, haben wir die auch geschafft. Defeated the Wraiths. Ja, die Ring Wraiths sind ja quasi die Nazgul der Ringe. Auch hier wieder fast richtig geraten. Ein neuer Stab. Geht's wieder eine neue Attacke kriegen? Ja, ich wusste es, wir müssen jetzt in das Schloss und dann gehen wir in den Berg. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video jetzt schon dauert. Ah, jetzt gibt's Eis. Es wäre echt cool, wenn wir das jetzt hier einfach bis zum Schluss durchziehen könnten, Freunde. Dann seid ihr live on tape dabei, wie ich zum ersten Mal King of the Dragons durchspiele. Und ich ein weiteres Spiel auf meiner Muss ich dringend mal durchzocken Liste abhaken kann. Ah! Ich glaube, wir haben aber vorhin irgendwie diese Punktegrenze überschritten, wo wir ein neues Continue gekriegt haben. Ich musste ja jetzt schon zweimal Continue nehmen und wir sind wieder bei plus 1. Da habe ich wohl 1 dazu gekriegt vorhin irgendwann. Die Ritter sind ein bisschen nervig hier. Ja, komm her, Mr. Echse. Nein! Kack, blöde Mimiktruhe da. Das lässt meine Konzentrationsfähigkeit auch langsam so ein Stück weit nach. Man muss hier echt aufpassen, ne? Da muss man dranbleiben, Leute. Was kommt jetzt? Noch mehr Ritter. Wieder genau rein. Na, komm schon. So. Was kommt jetzt für ein Boss? Ein fliegender Ritter, der eine Lady in Not dabei hat. Wow, der hat aber eine Reichweite hier mit seinem Kettenschwert. Das kenne ich von Ivy aus Soul Calibur. So ein Schwert, das sich in so eine Kette ausdingst. Allerdings, der Typ, der hat hier so rein optisch, hat er schon Potenzial für Endgegner, ne? Finde ich. Hör doch mal auf, hier rumzurennen, Typ. Komm, jawohl, da haben wir ihn erwischt. Wir haben den großen Dragonier besiegt. Den Namen habe ich jetzt mal nicht geraten. Da wird er vom Blitz erschlagen. Und zu Stein. Er ist quasi ein Gargoyle. Okay. You saved me, but the northern castle has fallen to monsters. Will you lend us your aid? Ja, selbstverständlich. Und wie gedacht,
auf in Level 12 in dieses lilane Schloss, das ein bisschen an Castle Grayskull erinnert. Bonusfrage: Zu welchem Franchise gehört Castle Grayskull? Ab in die Kommentare damit. Da sieht man direkt, wer in den 80ern geboren ist, wer das weiß. Tot. Ich könnte jetzt hier echt mal eine Erdbeere oder so gebrauchen. Ah, Mist. Müssen wir wieder das Credit benutzen. Jetzt haben wir noch 5 Leben, um das ganze Ding hier zu beenden, Leute. Aber wir sind ja im letzten Level. Das kann funktionieren. Drückt mir die Daumen. Das Spiel an sich stammt halt aus der guten alten Zeit, als Capcom noch nichts falsch machen konnte und jedes Spiel, auf dem der Name Capcom stand damals, echten Garant für hochklassige Action war. Nein, er jetzt hier. Ach, 2 davon auch noch? Scheiße! Das ist ja fast ein bisschen mies, ne? Nur 2 von den schnellen Kameraden. Gute ist, die teilen sich eine Energieleiste. Da ist ein Leben schon weg, jetzt haben wir noch 4. Platt. Scheiße! Ich hole mal ganz fix die Erdbeere, bevor die verschwindet. Ich dachte zumindest, die teilen sich eine Energieleiste. Vielleicht ist es doch nicht ganz so. So. Okay. Das war doch jetzt nicht alles, oder? Ich wollte gerade sagen, das geht doch jetzt weiter hier. Nochmal ein Live-Upgrade. Ach, das war bloß der Weg! Okay. Jetzt geht's zum dunklen Zauberer. Bin ich mal gespannt, ob der dasselbe Sprite hat wie ich. Ich hoffe ja nicht. Heerscharen von Drachenbabys oder was? Was ist denn hier los? Da kommt man ja gar nicht durch. Ich muss da ein bisschen einfach auf die Schatten achten, in welche Richtung die gehen. Nein. Hat ein hartnäckiges Volk hier. Ich wusste es. Ich wusste, dass eine von den 3 Kisten ein Mimik sein würde. Ich hab's gewusst. So, ein großes Tor. Ist er das schon? Das ist er doch noch nicht, oder? Was macht er denn hier? Oh! Oh! Das ist doch nicht jetzt schon der Endboss hier, oder? Der hat doch gar keine Energieleiste. Das ist ja fast wie der Kampf gegen Schattenlink hier. Kacke.
Beispiel. So you dare rebel against your master Gildis. I destroy you. Ja, dann. Okay, Endboss-Time, Leute. Endboss-Time. Gegen Gandalf den Blauen. Ich habe noch 3 Leben. Das müsste hinhauen. Selbst wenn ich jetzt hier mich total behindert anstelle, müsste ich den eigentlich klatschen. Ich habe noch 2 Leben. Also selbst wenn ich mich jetzt hier völlig behindert anstelle, müsste das trotzdem noch reichen. Es sei denn, der geht jetzt irgendwie noch in verschiedene Phasen. Das machen Endbosse ja gerne. Ich benutze jetzt nicht meinen Super Special, aus Angst, dass er vielleicht doch noch in irgendeine andere Phase geht. Aber nein, das tut er nicht! Aber der hat eben hat irgendwer was von einem roten Drachen erzählt, ne? Warum kriege ich jetzt nochmal Upgrades, wenn das noch nicht alles war? Stablevel 7? Das geht doch jetzt nicht ernsthaft noch weiter. Wirklich? Wie lang ist denn das verdammte Spiel? Ich dachte, das wäre der Endboss. Jetzt habe ich doch bestimmt Blitz, ne? Nee, aber grün. Ja, Leute, 2 Leben. Jetzt wird es langsam haarig. Ich dachte echt, das wäre es gewesen. Ihr scheiß Fischtypen hier. Warum halten die denn so viel aus? Scheiße! Letztes Leben. Die sind echt hartnäckig. Oh, komm, noch mehr. Deine Taktik erkannt. Trotzdem gerade nicht blocken können. Ist auch tot. Ist doch bestimmt wieder nur so ein Überweg hier oder sowas. Nochmal ein Lebensupgrade. Ich war mir total sicher, dass der Zauberer der Endboss wäre, Leute. Aber ich bin erstaunt, wie viele Level das Spiel hat. Normalerweise sind so Arcade-Beat'em-Ups nach 5-6 Leveln doch in der Regel erledigt. Damit hätte ich wirklich, wirklich nicht gerechnet. Okay, erneut ein Drache, den hatten wir auch schon mal. Hey, das ist unfair. Jetzt habe ich nicht bloß den Endgegner, sondern hier noch so einen grünen Typen dabei. Der sieht aus wie ein Gorn aus Star Trek. Ja genau, lass mich genau auf die Erdbeere fallen. Sehr gut. Aber ich muss mich echt hier auf den Drachen konzentrieren, nicht auf den Typen hier. Scheiße. Ich glaube, wir haben hier nach noch ein nulltes Leben. Und das war's dann, Leute. Der hätte sich jetzt auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn er eine Erdbeere gehabt hätte, oder? Scheiße! 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 Nein! Mal auf mit dem Blödsinn. Nein, das hat der Typ mich erwischt. Letztes Leben, Freunde. Letztes Leben.
Lass mich los. So. Die Viper, also die Wyvern, erledigt. Das war keine Schatzkiste. Guck mal, ich habe die Zwerge gefunden. Thank you. Now I can live in peace. If you're looking for Gildis, I think you should go to his this cavern. Aber ich habe Gildis doch gerade schon. Ah nein, der Typ hat gesagt, wie kann ich es wagen, mich Master Gildis zu widersehen? Ich dachte, er hätte von sich in der dritten Person geredet, so wie The Rock es zu pflegen tut. Zu tun pflegt. Zu pflegen tut. Neuer Stock. Jetzt haben wir Blitz. Eine Mimikkiste. Oh, und ich renne trotzdem noch in das Gift rein. Ich muss jetzt echt vorsichtig sein. Das ist das letzte Leben. Wir haben kein Continue mehr. Wenn wir jetzt drauf gehen, dann war's das. Nein! Komm mal weg, ihr blöden Mumien. Was soll denn das? Nein! Mumie, geh weg! Hey. Ich hab ein Continue. In der Kiste war ein Continue, Freunde. Das ist noch nicht vorbei. Ich ärgere mich jetzt gerade ein bisschen, dass ich das hier nicht live streame. Aber das macht nichts. Äpfelchen. Edelsteine haben wir auch noch erwischt. Der nächste Boss. Oh, zwei von denen. Kacke! Kacke! Einen erlegt. Einer erlegt mich. So Mist. Da haben wir. Wir haben die Zyklopen besiegt. So, hier sind wir Gold. Golden Limestone Cave. Irgendwann muss das Ganze doch mal ein Ende finden. Also wenn hier jetzt, wir sind jetzt in der Lavahöhle, wenn hier jetzt der Endboss nicht ein großer roter Drache ist, dann fresse ich einen Besen. Hier gibt es scheinbar außer Kisten nichts. Keine Gegner, nur Kisten. Um mich vorher noch mal auf den Kampf vorzubereiten, oder was? Jede Menge Punkte. Na, guck mal hier. Das sieht doch aus, als würden wir uns dem Finale nähern. Das ist doch alles Gold, auf dem wir hier rumlaufen, oder? Ich kämpfe doch jetzt hier... Was habe ich gesagt? Ein großer roter Drache. You mere human think that you can defeat the mighty Gildis. Well, come on then. Auch das hier ist sehr... ähnlich zu Tower of Doom und auch Dragon's Crown. Auch in Dragon's Crown ist der Endgegner ein riesiger roter Drache. Und der Kampf läuft ähnlich ab wie hier. Oh, jetzt habe ich euch Dragon's Crown gespoilert. Das wollte ich natürlich nicht. Habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht. Sorry dafür. Ja, was mache ich denn gegen den am besten? Ich kann auch die Hand verletzen. Wenn ich mich der Hand widme, bin ich vielleicht vor dem Kopf ein bisschen mehr geschützt. Jetzt habe ich die Hand jetzt kaputt. Ne? Oh oh, oh oh. Ach, kacke. Ich habe das Attack-Pattern von dem noch nicht so ganz verstanden.
Da kommt die Kralle. Zwei Leben, Freunde, noch zwei Leben. Boah, der haut aber ganz schön rein hier, der Typ. Nein, und wieder springe ich voll in das Feuer rein. Nein. Was mache ich denn da? Nein. Oh. Die Kralle erwische ich irgendwie gerade nicht. Ja, dann erster Platz auf dem Scoreboard, Endgegner erreicht, Spiel nicht geschafft, Game over. Was für ein Ärger, Leute, was für ein Ärger. Aber hey, ich habe es immerhin im ersten Versuch jetzt hier live bis zum Endgegner geschafft. Ich nehme an, das erfordert zumindest mal einen gezogenen Hut. Ich danke euch allen fürs so lange dranbleiben. Das Video hat doch bestimmt jetzt 40 Minuten gedauert. Ich sehe gerade keinen Timer. Ich bin Retro Joe, ihr seid super und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.